Dieser Strafzettel ist in Kaiserslautern verteilt worden. Adressat, die Stadt. Vergehen. Sie haben dieses Wohngebäude falsch geparkt. Hier ist eine Fußgängerzone und keine grüne Wiese, auf der Investoren einfach so Objekte zur Gewinnmaximierung hinstellen dürfen. Unterzeichnet die Erziehungsberechtigten. Dahinter steckt der Künstler Michael Fetzer. Aktionen wie seine interessieren mich. Kulturmenschen, die nicht gleich die große Bühne suchen. Kleine Kultursiebensachen, die Großes bewirken. Dorfkneipenphilosophen, ein Lese im Donnersbergkreis, eine Künstlerin, die Landart macht und sich in die Pfalz einschreibt, ohne dass sie jemand kennt. Ich würde sie gern kennenlernen. Und deshalb habe ich die neue Rheinpfalz-Serie Reporter to Go gestartet. Ich hätte sie auch Reporter auf Zuruf nennen können oder Sie wünschen, ich recherchiere. Auf jeden Fall aber brauche ich dafür Sie, die Menschen, die die Rheinpfalz lesen. Schreiben Sie mir, was Sie schon immer oder über wen Sie schon immer etwas lesen wollten bei uns. Und ich werde mich in Bewegung setzen und recherchieren. Mailen Sie, faxen Sie, schicken Sie einen Brief. Ich kümmere mich drum. Ich bin Markus Klauer, Kulturreporter der Rheinpfalz im Ressort Kultur und Gesellschaft und ich freue mich. Bis dann.